Good. It's on audio. Without audio, it's shit. Ich habe meinen Rechner kaputt, deswegen, der ist in der Reparatur, deswegen habe ich einen Ersatz. Ich habe hier so eine schöne, der hängt am Tropf, ein kleiner, da sind alle meine Sachen drauf. Deswegen funktionieren die ganzen Passwörter nicht, ich muss alles einrichten und so weiter, deswegen habe ich Ihnen auch jetzt das Ding, also das Dokument, nicht auf den Server packen können. Das werde ich so bald wie möglich nachholen. So, heute werden wir über Sound und Musik reden. Und es geht im Wesentlichen darum, dass Sie verstehen, dass das, was ja mein Anliegen ist mit der Literacy, dass das alles das Gleiche ist. Ja? Das, was ich über die Zahlen erzählt habe, was wir über die Bilder gemacht haben, ist das Gleiche mit dem Sound, das ist das Gleiche mit Musik und Komposition dort. Und es ist das Gleiche sein mit Graphen, was wir dann nächstes Mal machen werden. Es wird auch mit Grafik, zweidimensionale Grafik und so weiter sein. Wir haben das mit Text gelernt und es ist immer das Gleiche. Das ist das Schöne an der Geschichte. Und das möchte ich Ihnen klar machen, dass Sie verstehen, worum es geht, mit Hilfe von dem Code. Und ab da verstehen Sie auch, wie die professionellen oder semi-professionellen oder Anfänger-Softwares und so weiter funktionieren, weil die arbeiten tatsächlich auf dieser Form von Strukturen, die eigentlich verstehen müssen, dann verstehen sie auch, warum die Werkzeuge so aussehen und so weiter. So, das heißt, wie immer, also diese Mathematik und damit auch das, diese Form von Code in Lambda-Calculus ist der Königsweg zum Wissen. Wenn Sie wirklich verstehen wollen, worum es in der Musik oder in der Sound und so weiter, wenn Sie das mit Computern machen, unterstützen, geht, lernen Sie diese kurzen Dinge und dann wissen Sie, was das im Prinzip ist. Und dann gibt es eine große Menge an Handwerk drumherum, dass Sie es wirklich meisterhaft machen können. Und dann ist das auch nicht mehr Sache von Mathematiker, sondern suchen Sie sich professionelle Software dafür aus, wie es im Prinzip mit CAD-Systemen auch ist. Aber um herauszufinden, wie es ist, damit Sie nicht in diesen tausend Menüs irgendwie kirre werden und meinen, das wäre es, was sich dann in der nächsten Version wieder ändert, so, dafür ist das eigentlich der Weg. Und das Schöne ist, dass egal was Sie tun auf Computern, lässt sich so darstellen. Und jetzt werde ich Ihnen das vormachen für Musik und ich werde Parallelen dazu finden, wie Sie das mit Bildern und mit Grafiken und so weiter auch haben. Sie werden sehen, dass das von der gleichen Art ist. So, wie immer, das hatte ich Ihnen erzählt, ist Mathematiker ist eine Enzyklopädie für diese Dinge. Und das, was ich Ihnen hier immer zusammenstelle, ist sowas wie einen Schnelldurchgang, so ein Appetizer, dass Sie da Interesse dran kriegen. Und wenn Sie das genauer wissen wollen, können Sie hier nachlesen. Und da steht alles. In allen Beispielen, Audio Generator, gucken Sie sich das an. Hier steht, was man machen kann mit den verschiedenen Generatoren und dann in Beispielen, Erklärungen und so weiter. Da steht, was man machen kann in Tausenden von Beispielen. So. Und ich mache Ihnen jetzt einen Schnelldurchgang dafür, damit Sie verstehen ungefähr, worum das geht, in der Art und Weise, wie ich das immer erkläre. So. Es ist wie bei einem Bild, Sie können das aus dem Internet laden, das File-Format ist hier zum Beispiel MP3 oder WAV und so weiter. Die Formate, die es für Audio gibt, sind hier, das sind die ganzen Bilderformate, das sind die Bilderformate, das sind die Audioformate, die unterstützt werden. So, WAV, AU, Sound und AIF. So, so können Sie einen File laden und wenn Sie, so, das ist klar hier immer System Dialog, ich mache sie noch ein bisschen größer,
immer wenn Sie eigentlich einen File öffnen wollen, dann geht das in Mathematica immer so, dass Sie einfach System Dialog File Open machen. Und dann fragt er hier, wo, das ist jetzt hier diese Infusion, das ist unsere Library, das ist meine Musik, dann gehen wir hier auf Daniel Johnson, Songs of Pain, A Little Story, dann ist das jetzt hier der File Name, die sehen immer so, das ist ein String, und wenn ich das jetzt, lassen wir den mal hier da stehen, mit dem will ich arbeiten, wenn ich den dann abspielen will, dann heißt das, ich möchte gerne den File von diesem Namen und das möchte ich gerne als Audio haben. Und dann kommt dieser kleine Editor, den kann ich größer machen und da kann ich Lautstärke verändern und dann kann ich den hier spielen. There was this big guy and he had Hier gibt es einen. Hier, das sind die Audio-Formate. Wir haben jetzt hier die das Input-Devices, das sind die Output-Devices. Dann nehmen wir das zweite, das war ja hier, hoffentlich geht das, sonst muss ich das hier mit dem. Das zweite davon, von dem. Das heißt, wir nehmen hier. Das ist, wenn. Sie das auf dem Computer machen, geht das sofort. Hier müssen wir jetzt hier ein bisschen rumtricksen und sagen, das soll Audio Output Devices und das zweite. Hoffentlich geht's jetzt. Jetzt geht's. So.
So, Input. Okay. Müssen wir das hier immer dahinter setzen, damit wir so ein Ding hier kriegen, was... Okay, dann jetzt so funktioniert. Ah, built-in Output. Ah, okay, hier waren wir jetzt wieder falsch. So, hier müssten wir jetzt... Das ist der... Audio... Output Devices von 2. So, und jetzt haben wir ihn hier. Ich muss es auf 4. Also wir müssen es einfach lassen. Wir müssen... Okay. Ich muss es Ihnen hier vorspielen. Dann klappt alles gut. So. Ja. So, dann haben Sie diesen Player, den können Sie groß machen. Das ist wie in einem Bild. So, Sie haben einen Pfeil geladen. Sie haben immer einen File-Namen, irgendwo im Internet eine URL oder auf Ihrem Filesystem, ist eine Abstraktion davon. Dann sagen Sie, das ist eine bestimmte Menge an Daten, das ist also, das heißt Ihr File, oder Sie können auch Import den machen. Dann übersetzt er einen komprimierten Code in einen Mathematica-Set. Das gucken wir uns gleich an, wie das aussieht. Und dann sagen Sie, das möchte ich nicht als Bild, sondern nicht als Zahl oder nicht als Text, sondern ich möchte es gerne als Ton hören, als Audio hören. Das ist immer alle, sind immer diese drei Schritte, die Sie machen. So, und dann kriegen Sie hier diesen Editor da drauf, genauso wie Sie einen Bildeditor auf ein Bild kriegen. So, das ist immer das, so machen Sie jetzt zum Beispiel hier, wenn Sie ein, jetzt nehmen Sie ein Bild, dann ist das ein Screenshot. Und den sehen Sie hier, das ist auch ein Editor über Bilder. So, und das ist eben ein Editor über Töne, den Sie gemacht haben. Ein kleines Programm, was das ist, das man immer wieder Copy und Paste machen kann. Das Ding können Sie auch Copy und Paste machen, wie in einem Bild, und das ist der Ton. So, das heißt, wenn Sie dann dieses Mathematica-Dokument haben, das ist mit den Bildern auch, das wird dann sehr schnell sehr groß. Also wenn Sie da zum Beispiel einen kompletten Film haben, dann ist das Mathematiker-Dokument immer ein unkomprimierter Film oder ein unkomprimiertes Foto oder ein komprimiertes Audio. So, wenn Sie das nicht haben wollen, also kompakt haben wollen, dann müssen Sie diese Links hier verwalten. Und dann, wenn Sie das Dokument laden, dann können Sie ja zum Beispiel, indem Sie das hier auf... auf Initialization Cells machen, dann sind diese Dinge, also dieses Laden, das ist dann grau hinterlegt und diese Zellen werden beim Öffnen des Dokumentes dann alle ausgeführt. Das heißt, der lädt dann dynamisch diese Dinge rein. Und damit ist Ihr Dokument kompakt und braucht nur den Code selber speichern und nicht die Sourcen. So ist das Prinzip. So. Das mit den Input-Devices hatten wir, Sie können die immer, die Input-Devices, hier die Output-Devices, so, und das hatten wir jetzt, so cool ist das noch nicht, ich habe es nicht richtig, ich habe keine Übung da drin, an irgendwelchen Stellen hängt das dann. So, aber das ist vollkommen straightforward, ne? So, was Sie abfragen können, ist das hier. Wenn Sie ein solches Audio-File haben,
Dann kann die fragen, wie groß ist die Dauer? Das ist 2,6 Minuten. Es gibt 7 Millionen Samples. Und Samples sind, Sie kennen das, das sind entweder diese 44,1 oder 178 Kilobit pro Sekunde, das ist die Qualität, also das sind die Zahlen pro, also diese 44.100 oder was sind das da, 7.200, wenn wir eine Telefonverbindung haben, das sind die Zahlen pro Sekunde, die Sie haben, um den Ton zu beschreiben. So, und das sind jetzt die Menge der Zahlen, der Mikrosekunden, die Sie haben für das gesamte Stück. Und das ist die Menge an Daten. So, und das ist die Sample Rate. So, das heißt hier 44.100 Bytes pro Sekunde. Das heißt, Sie haben pro Sekunde 44.000 mal 8 Bits. Um zu erklären, wie hoch die Amplitude von, also wo der Lautsprecher stehen muss. Eigentlich sagen Sie nur, wo der Lautsprecher stehen muss mit den Zahlen. Statt einem Grauwert von einem Pixel sagen Sie, wo der Lautsprecher stehen soll. Und das Problem bei dem Lautsprecherbau, das finde ich auch interessant, ist ja, dass Sie eigentlich für Instrumente oder dann für Stimmen oder für elektronische Musik und so weiter einen Resonanzkörper bauen müssen, der dann diese Membran mit dem Volumen dahinter quasi natürlich schwingen lässt. Das Problem ist ja, dass der Lautsprecher in einer Physik ist und träge ist und nicht so gerne der hat nur ein Eigenleben. So, bestimmte Resonanzen tun ihn gut, andere macht er nicht so gerne und so weiter. Das heißt, es gibt jetzt bestimmte Resonanzen, bestimmte Körper hinter einer Membran, die eine bestimmte Charakteristik von Schwingungen gut unterstützt und andere eben schlechter. Und was sie jetzt tun ist mit den Zahlen, und das versuchen dann die Lautsprecherhersteller oder die Verstärker, die Hersteller, der Amplifier, versuchen das jetzt so hinzukriegen, dass mit diesen Zahlen, die präzise Position, also in 44.000 Millisekunde oder 200.000 Millisekunde, sagt ihr, wo die Membran stehen soll. Und jetzt versucht man, durch eine ganz leichte Membran und durch den Magneten da, das ungefähr mitzumachen. Das Problem ist aber, dass bei bestimmten Bewegungen das leicht geht, weil es in den Resonanzen von dem Körper ist, und in anderen einfach schwer. Da muss man einfach gegen den Klangkörper kämpfen. Das heißt, da gibt es eine Verzögerung und so weiter. So geht das. So, jetzt gibt es von Delialé so einen verrückten Lautsprecher, jetzt das erste Mal, der gar keinen Resonanzkörper hat. Das ist so. Der hat nur Vakuum. Kleine Vakuum hinter den Membranen. So, und dann ist das jetzt wirklich so, dass der eine Membran hat, die leicht ist gegen ein Vakuum und jetzt mit 4000 Watt versucht, das so brutal wie irgend möglich, die Membran wirklich so laufen zu lassen, wie diese Zahl. Mit brutaler Gewalt, also mit 4000 Watt. Das ist mehr, als ihr Backofen hat, bei voller Temperatur. Setzen die einfach nur die Membran in der Geschwindigkeit auf Position. Die schwingen nicht mehr. Und mit einer unglaublichen Präzision ist das brachial laut aus so einer kleinen Kiste. Ja? Leider ein bisschen, also weil das über MP3 und so weiter geht, ist das immer diese Sekunde verzögert, weil da Kompressionsmechanismen hinter sind. Also Sie können es nicht als Monitor benutzen, wenn Sie Musik komponieren und so weiter. Also zum Abspielen ist es perfekt. Eine enorme Lautstärke. So, das ist mit diesen Hertz. So, ein Audio Recording geht wunderbar einfach. Sie sagen jetzt hier Audio Record und dann kriegen Sie einen Audio Stream. Dann sagen Sie, das ist ein Kanal,
die sagen Capture hier und die können das auch entweder in den Speicher machen oder direkt auf ein File. Und dann kommt das jetzt Input Devices, oh yeah, yeah. Also Sie können sich das vorstellen, man speichert, das klappt jetzt nicht, dann haben Sie das, speichern und dann haben Sie das als WAF-Format gespeichert. Ich komme jetzt durch dieses Durcheinander hier mit den, ich habe das nicht ausprobiert. Aber es ist vollkommen klar, wie das geht. Was Sie immer haben ist, in Ihrer Software, das ist wichtig, was Sie bei diesen großen Daten brauchen, die können auf der einen Seite immer das Ganze in den Hauptspeicher reinmachen, dann werden diese Dokumente riesig groß. Und jetzt bei Audio und bei Video vor allen Dingen machen die das, dass sie das streamen. Das heißt, sie reden gar nicht über die Daten, sondern sie reden über einen Kanal. Sie bauen also in einem File einen Kanal auf. Jetzt zum Beispiel, wenn sie ein Recording machen, wollen sie ja nicht einfach ihren Hauptspeicher, einen Speicher voll machen, sondern sie wollen ja einfach das, was gesprochen wird, übersetzen und dann auf die Festplatte schreiben. So, deswegen sprechen Sie nicht von einem File, sondern von einem Kanal. Sie sagen, das Audiosignal soll übersetzt werden und dann wahlweise einfach immer weitergeschrieben werden auf den File und irgendwann macht man ihn halt zu. So, deswegen sind das bei Audio und Video, bei den gestreamten Sachen immer Kanäle. So, und das gleiche Phänomen haben Sie, wenn Sie im Internet sind, weil die, wenn Sie dann zum Beispiel eine Webseite laden, Bilder von da laden und so weiter, dass Sie ja schnell lesen können. Also der Text ist ja immer wenig da, die Bilder sind ja viel. Und deswegen machen die das so, dass sie das für all diese ganzen Medien einfach unterschiedliche Kanäle machen, gleichzeitig. So, das heißt, sie haben immer einen Kanal für den Text, deswegen ist der Text schnell da. Dann kriegen sie einen Kanal für die Bilder in ganz grober Auflösung, damit sie schnell sowas wie einen Anhaltspunkt haben. Und dann kommen die Kanäle und holen dann die detaillierten Bilder in der Auflösung, die sie haben. Die kommen vor allen Dingen, triggern die erst, wenn sie die Webseite bewegen. Das heißt, die Daten, die dann da unten sind, oder dort, die sind alle noch nicht geladen. Das heißt, die Kanäle, die sie im Moment in der Sicht haben, die sind aktiv. Die anderen Kanäle werden aktiv, wenn sie da hochscrollen. So, das heißt, so ein Dokument, damit es diese smooth Bewegung hat, im Internet geht auch alles über Kanäle. Wir haben keine Files. Nur die Referenzen, also die Ankerpunkte für die Kanäle sind die Files. Und die werden dann sukzessive geladen. So geht das immer. So, und hier ist es eben auch so. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel hier, wir erzeugen einen Audio-Stream. So geht das. Wir können das direkt so einen Audio-Stream, wir können auch Video-Streams machen, da kommt dann die Kamera dran. So, der ist im Moment stoppt. Sie können die Parameter von dem Audio-Stream abfragen, was sind die Eigenschaften. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel alle Werte. So, wir haben Automatik, hier Looping, False, Build Output, Buffer, es ist ein Output-Kanal. So, Output-Device, Buffer-Size. Das ist die Größe, also da kommen die Daten an und dann wartet er immer etwas, bis er dann anfängt zu arbeiten. So, das, beim Videostreaming ist das oft so. Da müssen sie immer etwas warten, bis so eine Minute da ist, ein paar Sekunden da ist und dann fängt er an zu spielen. Und wenn er das einholt mit dem Spielen, weil die Daten so schlecht sind, dann stoppt er wieder. Und dann wartet er, bis der Buffer wieder groß ist, weil das zwei verschiedene Geschwindigkeiten sind. Sie wollen ja in Echtzeit da durchlaufen und das Laden geht immer unvorhersehbar. So. Und wenn Sie sehr unvorhergesehene, sehr hersehbare Kanäle haben, brauchen Sie eine große Buffer-Size, damit das nicht permanent stoppt. Und wenn Sie sichere Kanäle haben, mit einer hohen Bandbreite, dann können Sie das kleiner machen. Dann spart das wieder Ressourcen und Platz auf Ihrer Maschine. So, das ist die Buffer-Size. Das ist immer diese Universal Serial Number. Das hatte ich Ihnen ja auch erzählt. Das ist ja hier, das ist
Das ist ein sehr wichtiges und wertvolles Instrument. Wenn Sie etwas, also jedem Sandkorn auf der Welt eine, oder jedem Atom auf der Welt einen Namen geben wollen, dann ist das hier die Methode. So. Und damit können Sie immer arbeiten. Das ist eine so große Zahl, dass Sie nicht Gefahr laufen, dass wenn alle Leute permanent für alles, was sie machen, irgendwie Namen geben, dass das irgendwie doppelt wird. In den nächsten 50 Jahren nicht. So, das ist ein wichtiges Werkzeug. Das heißt, Sie haben eine Computerei und mit dem Internet. Das Problem ist ja, dass alle Leute machen irgendwas, überall irgendwie gefallen haben und so weiter. So, Sie wollen ja nicht, dass das da ein bisschen entsteht. Das wäre ja von da, nur weil er die gleiche Nummer hat, dass das jetzt alles miteinander vertauscht wird, vermascht wird. So, das heißt, alles hat versteckt so eine Nummer. Das kennen Sie von der Mac-ID und so weiter, all diese komischen Nummern, die Sie hinten als Typenschilder haben. So, und wenn Sie... So, das heißt, alles, was im Internet heißt, hat so einen Namen. Und dann, das, was Sie darüber machen, also zum Beispiel, dass das jetzt hier mein MacBook ist oder jetzt das geliehene, ist einfach ein Namen, den man lesbar hat. Der kann doppelt und dreifach sein, das macht nichts. Dann geht man einfach davon aus, dass in einem bestimmten Kontext das ausreichend eindeutig ist. Aber was man nur tut, ist, dass ich jetzt hier den Namen Ludger Hofestadt auf eine solche Adresse habe, die dann weltweit einmalig ist. So, das ist also, wenn Sie irgendwas, das ist ein wichtiges Werkzeug hier. So, und entsprechend ist auch dieser Kanal, hat jetzt so eine ID und deswegen kann er auf der ganzen Welt rumflöten, im Prinzip, ohne dass es durcheinander gibt. Und alle Leute können gleichzeitig, sonst würde das nicht gehen. So, jetzt haben wir hier einen Status. Ja, wir haben hier den, der ist Recording. Okay, dann machen wir den mal. Und der ist stoppt. Das heißt, Audio, das machen wir hier. Delete Audio Stream. Gucken wir mal, was wir hier machen. Also wir haben im Moment zwei Audio Streams. Den einen ist mit unseren ganzen Experimenten. So, und jetzt ist der Audio Streams All. Und da wollen wir den, nochmal Audio Streams. All. Gucken, was hier passiert. Ja, das ist der erste. So, und den möchten wir gerne den ersten nehmen. Das sind immer Listen. So, und der zeichnet gerade immer auf. Deswegen konnten wir gerade kein Recording machen. So, und jetzt sagen wir V, remove this audio stream, dann haben wir das. Und wenn wir jetzt hier fragen, dann ist der jetzt weg und dann gibt es keinen audio stream mehr. So, das sind Dinge, die immer sehr versteckt sind. Und Sie können hier in diesem Activity Monitor von den Computern hier, können Sie zum Beispiel hier Applications, nur um Ihnen Utilities. Gibt sowas wie. Ja, habe ich hier. Ja, es ist nicht. Ja, hier Activity Monitor. Und hier, das sind solche. Das sind alles solche Kanäle, die im Hintergrund laufen für die verschiedenen Softwaren und so weiter. So, normalerweise passt Ihnen das Betriebssystem drauf auf. Wenn Sie aber jetzt anfangen wollen, professionell mit solchen Sachen zu arbeiten, oder wenn Sie zum Beispiel nachher 60 verschiedene Audiokanäle irgendwie kombinieren wollen, dann müssen Sie das halt können. Dann müssen Sie das selber managen. Und der Zugriff auf diese Dinge, der ist hier. So, das heißt, wir haben jetzt hier das ist der Status. Jetzt können wir abfragen von unserem Audio-Stream, der ist stoppt. An welcher Position steht der gerade? Der ist am Anfang, 0 Sekunden.
Und jetzt gibt es hier ganz banal, ganz einfache Kommandos, die sagen Audio Stream Play. Dann sagt der Play, wir sehen immer den Monitor hier auch, Stopp. So, und jetzt können Sie eine Liste von 1000 Streams machen, ohne Schwierigkeiten, und einfach sagen Play, Play, Play und dann Stopp, Stopp, Stopp oder was immer Sie wollen. Zeitversetzt und so weiter, wie immer Sie das wollen. So eine Liste von, anstatt von Bildern, machen Sie eine Liste von Sounds. So, wir können jetzt Delete hier machen was hatten wir gerade gemacht. Und wenn Sie schauen wollen, wie das komplett dokumentiert ist, dann gehen Sie hierher und da steht das alles beschrieben. Es ist ein bisschen experimental, das ist auch alles neu und das ist auch sehr schön, dass es das gibt. Vorher war, ging das einfach nicht richtig. So, jetzt habe ich Ihnen hier ein Interface gemacht. So, wir hatten eigentlich nur um zu zeigen, wie sowas geht. Wir hatten hier Audio Play von unserem Stream, von einem Kanal. Audio Pause, Audio Stop. Wir machen einen Button drauf. Button geht so. Hier, da gibt es viel zu lesen, viele, viele Beispiele. Wenn Sie das interaktiv machen wollen, ist eigentlich relativ klar. Hier, Klick hier, das ist das, was da steht, Print 10 Fakultät. Wenn ich das jetzt evaluiere und das hier mache, kommt halt 10 Fakultät raus. So, das habe ich einfach jetzt genommen und sage Play, Pause und Stop. Play, Pause und Stop, wenn ich das jetzt mache. Oben habe ich die Position dynamisch gesetzt und wenn ich jetzt sage Play, dann holt er sich automatisch immer die Position und spielt dann weiter. So einfach geht das. Wenn Sie da ein Bild drüber haben wollen, gehen Sie hier, Audio, Button, Icons, Player, also, so gibt es hier jetzt halt solche Buttons. Dann haben wir die hier, so. So, mache ich dann jetzt hier einfach, klaue ich das. So, und dann kann ich jetzt hier habe ich meinen Desktop, da sind die ganzen Screenshots. So, das ist der Play. Das heißt, ich kann den jetzt hier einfach reinsetzen. Das ist dem alles vollkommen schnurz. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, habe ich hier unten einen Play-Knopf. Ja, so geht's. So, wir können auf die Art, also machen wir das ein bisschen zu groß. Das heißt, wir könnten jetzt hier kleiner machen. Das heißt, Sie setzen jetzt hier, ja, was immer, Width auf 48, auf 48, Resize. Heißt noch so. So, jetzt haben wir kleiner. Ja? So. Könnte ich vorstellen, wie sowas geht. Ne? Das ist das Prinzip, wie technisch diese Dinge aufgebaut werden. Jetzt gehen wir und gucken uns die Daten an. Sie haben in Mathematica immer hier Beispieldaten über alles Mögliche und damit kann man immer ganz gut experimentieren. Ist aber, Sie haben ja gesehen, wie man jegwede Art von Audios bekommen kann, von irgendwoher. So, hier haben wir jetzt einen Hund. Der hört nicht auf.
So. Mit Audio Data kriegen wir die Daten. Sie wissen das von Image Data, das hatte ich Ihnen auch gemacht. Das hatten wir diskutiert. Immer das Gleiche. So gehen wir also jetzt hier und sagen, Image ist das hier. So, jetzt sagen wir Image dann sehen Sie, kommen Sie einfach immer an die tatsächlichen Daten dran. So, hier haben wir jetzt die Audio-Data von dem Hundegebell. Wir können Dimensions, da können wir, ich habe eine andere Tastatur als gewohnt, deswegen muss ich immer suchen. Image Audio 1, Data. So, das ist zweidimensional und hat 18.000 Samples, 180.000 Samples und es ist zwei Kanäle, links und rechts Kanal. So, bei den Bildern war das hier, wenn wir hier jetzt sagen, Dimensions, dann haben wir hier 164 Zeilen, 160 Reihen, Spalten und 4 Bits pro Pixel, das heißt wir haben A, G, B und die Transparenz. So, und Sie sehen an diesen Datenformaten, ich kann jetzt einfach hier natürlich einfach sagen, ich möchte gerne 128 Kanäle haben. Keine Frage. Ja. Es ist wirklich, jeder Kanal ist einfach nur eine Liste von sehr vielen Zahlen. Ein Stereo hat halt zwei Listen. Und wenn Sie 8 Kanäle haben, brauchen Sie einfach 8 Lagen von Zahlen. Die können 128, 1016. Kein Problem. So, wenn Sie diese zwei Kanäle von dem Hund anschauen wollen, gibt es dieses Audioplot. Dann sehen Sie, wie die Zahlen über die Zeit. Audioplot setzt dann nicht bis 180.000, sondern eben mit dem 44 Kilobits pro Sekunde. Das heißt, es sind gut 4 Sekunden. 4 Sekunden wäre bei 176.000. Und deswegen kommen Sie hier mit 4 Sekunden und dann sehen Sie hier die Amplituden, das heißt die Bewegung von der Lautsprecher, die intendierte Bewegung von der Lautsprechermembran. Das sehen Sie hier, wie die Lautsprecher schwingen, über die Zeit. Und das sind die beiden Kanäle. So, das, was Sie jetzt hier sehen, das habe ich Ihnen Das ist so, dass Sie den Ton oder das Hundegebell nicht sehen können. Das ist ja irgendwie Quatsch hier. Aber Sie können diese Daten hören. Wenn Sie jetzt sagen Audio von A1, dann hören Sie das. Das kann man hören. Aber man kann das nicht sehen. So, das ist ja durcheinander. Das hatte ich Ihnen immer erzählt. So, das hatte ich Ihnen in den Bildern auch erzählt. Jetzt können Sie das Audio sehen. Dafür müssen Sie den Fourier nehmen. Jetzt nehmen wir den ersten Kanal und setzen den auf Fourier. Und jetzt gehen wir daher und konstruieren dann nachher diese Dinge. Wir können jetzt schauen, wie das ist. Und hier sehen wir jetzt die ersten Frequenzen. Das sind jetzt die Frequenzen, die hier gespiegelt werden. Und das ist jetzt eigentlich ein visuelles Bild, was Sie nicht mehr hören können. So, da kommen wir gleich dazu. Das ist jetzt der Ton im Visuellen auf der Frequenzdomäne. Das machen Sie mit Fourier. Sie kommen mit Fourier zwischen der Zeit, zwischen dem Hören und dem Sehen können Sie immer hin und her in der Zeit. So, wie das zusammenhängt, haben wir schon mal erklärt, da gehe ich jetzt nochmal drauf ein, gleich im Detail, warum man das sehen kann und das nicht
und das hören kann und das nicht. Kommen wir gleich zu. Hier ist so ein merkwürdiger Zwitter, der sehr häufig benutzt wird, das sind Spektrogramme. Also hier sehen Sie jetzt in die Frequenzen, also mit welcher Stärke, welche die ersten 20.000 Frequenzen. Das ist ein Hertz, das sind 20.000 Hertz. So, und dann sind das jeweils Sinuswellen. Die füllen einen Raum aus, in der Resonanz, in der stehenden Welle. Und die sind alle überlagert. 20.000 Sinuswellen unterschiedlicher Frequenz sind alle überlagert. Und die Summe dieser Welle, wenn die alle so addiert werden, ist die Musik. So, wir haben die jetzt auseinandergenommen in einzelne Töne. Ein Ton ist immer eine präzise Frequenz. Das heißt, wir haben 20.000 verschiedene Töne, die wir unterschiedlich stark anschlagen. Das ist wie eine Klaviatur. Alle gleichzeitig, unterschiedlich stark. Und das ist die Stärke, mit der ich auf dieser 20.000 Tastatur einen Ton mache und dann klingt die Musik. Im Prinzip. Ja? So, und weil das auf der Tastatur ist, können Sie das sehen. Wir haben die Zeit in einem Moment. So, das machen wir gleich konkret. Das hier ist jetzt ja üblich in der Darstellung. Da gucken Sie jetzt. Nur für eine halbe Sekunde und so weiter. Also nicht für das ganze Stück, sondern nur für eine halbe Sekunde. Wie muss die Tastatur gespielt werden? Zack, zack, zack. So. Und jetzt machen Sie ein Bild über die Zeit, wie die ganze Tastatur nehmen. Also die Tastatur läuft jetzt hier über die Zeit. Das ist die Tastatur. Jetzt haben wir 5000 Keys. Und das ist die Zeit. Und das sagt, wie muss ich die Keys anschlagen gleichzeitig. Und dann kriegen Sie so ein Bild der Frequenzen. Also wo sind tiefe Frequenzen stark, wo sind die hohen Frequenzen stark und so weiter. Und die gesamte Färbung hier heißt, wie laut ist das und so weiter. So. Hier habe ich Ihnen das jetzt gemacht, das ist jetzt dieser eine Channel, das ist der linke Kanal von dem Stück. Jetzt habe ich das geteilt in 256, weil das ja eigentlich nur eine Zeitlinie ist mit dem Grauwert. Bei der Audio geht das immer plus minus, es schwingt immer um die 0 drumherum. Bei den Bildern geht es zwischen 0 und 1, deswegen muss man 0,5 dazu zählen. So. Und jetzt habe ich das gespaltet in 256 und so ein Bild daraus gemacht. Jetzt sehen Sie auch, da sind diese charakteristischen Pattern, die sind immer da. Diese charakteristischen Pattern, die finden Sie auch hier in dem Spektrogramm, was eine Mixture von Zeit und Frequenz ist. Und die finden Sie auch, wenn Sie das hier so darstellen. So, now jetzt synthetisieren wir das, um zu zeigen, wie das präzise zusammenhängt und wie man das selber aufbauen kann und synthetisieren kann. Sie haben hier, das ist die Lichtgeschwindigkeit, Geschwindigkeit, in der sich der Schall ausbreitet. Das sind 320 Grad Celsius, 343 Meter pro Sekunde. So, dann können Sie ausrechnen, dass wenn wir den Kammerton A nehmen, der hat 440 Hertz, dann ist eine Welle 78 cm lang. Wie geht es so lang? Das heißt, wenn ich einen Ton mache, der ist hier,
Machen wir einen Ton. Diesen Gammaton. Die Welle ist so lang. Ja, und entsprechend schnell. Und dann muss ich die Membran 440 Mal pro Sekunde bewegen. Und dann wird das, dann bestimmt die den Druck der Partikel in der Luft. Und das breitet sich in der Luft mit 340 Metern pro Sekunde aus. So. Gehen wir also hierher. Und bauen das. Bauen also jetzt eine solche Zahlenreihe. Was wir haben wollen ist, im Raum, wir wollen da 440 Hertz machen und wir möchten gerne eine Doppelwelle machen. So, das heißt, die Größe ist 880 Einheiten. So. Haben wir das? Setzen die Frequenz 440. Ich glaube, da habe ich einen Fehler mit der Hälfte. So haben Sie 440 auf die 880. Dann kriegen Sie eine Resonanz, eine zweifache Resonanz in die Größe des Raumes. Das heißt, der Raum bei 440, wenn Sie den haben wollen, wäre dann 78 cm. Davon wollen wir zwei haben, das sind 1,56. Und dann wollen Sie gerne wissen, wie die Resonanz da drin ist. So, und diese Formel gibt mir jetzt eine Liste von Punkten, die so ausgerechnet wird. Das geht also, ich sage 880 Einheiten möchte ich gerne haben. Ich möchte gerne, dass von dem Wert, der hier kommt, immer der Sinus gerechnet wird. Und ich möchte gerne, dass der Sinus von 0 bis 2 mal Pi geht. Das heißt dx durch fx 2 mal Pi. Das heißt, er macht einen Kreis. So, da habe ich aber den Fehler gemacht, dass ich das zweimal machen muss. Weil der Kreis ist zweimal. So. Und dann kriegen wir, wenn ich A2D mache, eine Liste von diesen Zahlen. So, hier wird in diesen Schritten von 0 bis 2pi, bis 4pi in diesem Fall, in 880 Schritten, das sind 880 Zahlen hier, wird jeweils der Sinus ausgerechnet. Und das ist die Liste von Zahlen hier. Das entspricht dem Audiosignal. Das sind die Positionen für die Membran. So, wenn ich das plotte, ich kann auch die Linien weglassen, dann sind das hier die, da muss ich jetzt hier ein bisschen größer machen, dann sehen Sie, die Punkte sind so eng beieinander, dass man das, können Sie sich vorstellen. So, und jetzt haben wir hier 880 Punkte auf diese, und unsere Welle da reingesetzt. Wenn ich das Gleiche jetzt für y mache, auch mit dieser Frequenz, dann tue ich das Gleiche und kriege jetzt diese Form von Resonanz im Raum. Sie müssen sich also jetzt hier das hier vorstellen als eine Resonanz auf einer Strecke. Das sind diese typischen Darstellungen, wenn Sie diese Zacken sehen. Und für uns ist das hier sehr interessant. Wenn Sie das zwei- oder dreidimensional machen. Das sind Dichten oder Intensitäten im Raum, die Sie bilden. Und bei der Vorlesung über die Bilder habe ich Ihnen gesagt, so wie man jetzt über diese Klaviatur das ganze Musikstück mit einem Touch spielen kann, kann man auch mit einem Touch jedes Bild machen. Beziehungsweise Sie müssen Bilder immer lesen
wie eine Klaviatur. Das, wie das hier. Wie eine Klaviatur, so müssen wir ein Bild lesen. Das ist ein einmaliger Touch. Und das Bild hält die Zeit an. Das ist das, was das Auge macht. Und das läuft dann. Deswegen ist das so verrückt, wenn dann im Film und so weiter, deswegen wird das alles, werden alle Dinge kompliziert, wenn dann die Bilder dann in die Reihe setzt, in die Zeit, und die dann anfangen als Film zu laufen. Das geht eigentlich nicht. Das ist vollkommen neu in der Rezeption unserer Kultur, mit dem, wie wir Dinge betrachten. Das heißt, diese mechanische, etwa, also quasi den Zeitablauf zu mechanisieren. So, ein Film ist etwas ungefähr wie das hier. Dass sie immer diese Klaviatur, also die einzelnen Bilder haben. Und das in eine Reihe setzen. Sind auch alles ungefähr in der gleichen Zeit entwickelt worden, zweite Hälfte 19. Jahrhundert. So. Jetzt gehen wir einfach hierher und jetzt zeige ich Ihnen, wie das dann direkt geht. Also jetzt haben Sie diese Zusammenhänge, ja? Mit dem Raum, mit der Welle, dem akustischen Ding, was wir hier anschauen, was man nicht sehen kann, auch dem akustischen Ding, also das ist ein Bild von der Akustik. So, und jetzt setzen wir das statt auf 2 einfach auf 100. Hier muss ich die 2 davor setzen. Und machen das größer in der Zeit. Und jetzt sehen Sie, weil ich das hier nur in eine Frequenz gesetzt habe, die ein Hundertstel von der Größe des Raumes ist. Wenn ich jetzt Fourier mache, und zwar auf diese vielen Zahlen, dann gibt es hier genau bei 100 diesen einen Peak. Und das ist meine eine Tastatur. Das ist meine eine Taste. So, deswegen sage ich, das kann man sehen und da kann man ein Instrument mitmachen. Also das kann man sehen, bevor es klingt. Und dann machen Sie ein Instrument daraus, drücken diese Taste, das ist das A auf der Tastatur oder auf der Gitarre, ein bestimmter Griff. Und dann breitet sich das aus und dann kann man es nicht mehr sehen. Und die Zeit läuft weg. So, die Funktion dazu ist nur dieser Fourier. Fourier können Sie das in das übersetzen. Das, was Sie sehen können, in das, was Sie hören können. Und zurück. Und was wir jetzt hier haben, ist die Tastatur für das Hundegebell. Aber das sind wichtige Zusammenhänge. Die sind in dem, was ich, seit ich mich jetzt damit beschäftige, sind die extrem konstituierend und wichtig, um zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen, die uns alle umgeben. So, wir können zum Beispiel deshalb, weil sie das nicht sehen können. So, mit dem Elektromagnetischen können Sie immer aus dem, was Sie sehen und hören, mit dem Elektromagnetischen ist auch sowas, statt dem Akustischen und dem Visuellen, mit dem Elektromagnetischen, mit Maxwell, können Sie paff auf die andere Seite von der Wand. Können einfach durch die Wand durch. Weil das eine kollidiert mit der Wand, das andere ist transparent für die Wand. Das heißt, Sie übersetzen etwas, was real ist hier, in das Fiktive der Frequenzen, das macht das elektrische Signal, damit können Sie durch die Wand gehen, weil Sie die Zeit kompakt haben, das heißt, es gibt keine Realität, es ist Fiktion, und dann können Sie es an einem anderen Ort mit einer Antenne wiederholen und dann ist es wieder da.
Deswegen funktioniert das mit dem Funk durch die Wand. Maxwell, 1850 oder was. Ist immer diese Bewegung. Und ich denke, für uns Architekten ist das gut, einfach immer zu sagen, ja, was ich sehen kann, kann ich nicht hören, was ich nicht hören kann, kann ich nicht sehen. Und das Hören geht immer um die Ecke und das Sehen ist immer geradeaus. Deswegen kann man mit dem Sprechen und mit der Akustik immer um die Hindernisse drumherum. Und das mit dem Maxwell ist einfach, dass wir lernen mit den Antennen und so weiter, dass wir lernen, um die Ecke zu, also um die Hindernisse, sprich um die Distanz. Wir können das einfach hinkriegen, dass wir von hier nach dort einfach reden können, kreuz und quer, dass wir noch aufzeichnen können und nach China reden können. Weil das eine, das packt in der Zeit und dann kann man das transportieren, dann holt es wieder raus und dann. Oder mit dem elektromagnetischen durch die Materie durch, obwohl man nicht durchgucken kann, aber hören. Das ist einfach die nächste Abstraktion, aber was ist die nächste Abstraktion auf das, was wir akustisch machen, ist einfach mit diesem magnetischen und elektrischen. Das gleiche Problem nochmal. Gut, gehen wir hier. So, wenn wir das jetzt so haben, dann ist natürlich vollkommen klar, jetzt mache ich einfach mehrere Tasten. So, das heißt, das, was ich sehen kann, bevor es klingt, setze ich auf ein Keyboard. So. Und nach dem, was wir jetzt mit unserem Lambda-Kalkulus haben, brauchen wir nur wenige Nummern. Ich sage jetzt einfach hier einfach nur diese Frequenzen. So. Na, hier haben wir die Frequenzen, 9 Stellen oder so. Und dann habe ich jeweils einen Button da drauf gesetzt mit der Nummer. Und dann habe ich einen Sound mit dieser Sinusfunktion, sehen Sie wieder hier, 0,1 Sekunde. Jetzt habe ich so ein Tastenfeld. Das ist alles. So geht's. Gut. Wollen Sie ein bisschen 5 Minuten Pause? Oder soll ich durchmachen? Pause 5 Minuten. Okay.